Liebe Freundinnen und Freunde meines Kanals, hier ist der Wilfried Analog. Ich darf euch alle recht herzlich begrüßen zu einem neuen Video. Ich freue mich, dass ich endlich geschafft habe, ein paar Signale nachzubauen, nämlich insgesamt 3 Stück. Und welche Funktion die haben und wo die sind, das zeige ich euch jetzt in dem folgenden Video. Dieser Triebwagen, der soll hier zurückfahren in den Bahnhof, sich dort bereitstellen und dann fahren wieder zurück hier über die Strecke. Ich verkürze sie mal so ein bisschen hier oben rum, hier zu einem Industriegebiet, das bisher von einem Zug nicht regelmäßig angefahren wurde. Das soll jetzt passieren und das zeige ich euch jetzt. So, zunächst mal muss also das Gleissperrsignal geschaltet werden, damit der Triebwagen rausfahren kann. Das ist jetzt passiert und der Triebwagen fährt raus. Und die Strecke ist wieder gesperrt. So, dieses Gleissperrsignal, also hier das Signal steht jetzt auf Rot, da stellen wir mal auf Grün. Das heißt, es springt auf Gleissperrsignal, das müssen wir jetzt umschalten auf Strecke. So, und jetzt fährt der Zug los. Sobald das Signal kommt. Und ab geht's auf die Strecke. So, der Zug ist jetzt im Zwischenbahnhof angekommen, wartet auf das Signal zur Weiterfahrt. Wir sehen hier, das Signal steht auf Grün. Das passieren wir jetzt. Und der Zug fährt zu seinem Ziel, zum Industriegebiet. So, er ist jetzt im Industriegebiet angekommen. Die Leute können einsteigen und wir schalten nun das Signal zur Ausfahrt. Und schon fährt der Zug zurück. Und wir sehen nun, dass dieses Signal auf Rot bleibt. Aber dieses Signal hier für die Einfahrt bzw. Ausfahrt sich auf Grün geschaltet hat. Grün-Gelb, HP2. Und der Zug fährt weiter. Jawohl, und er kommt. Genau, er ist schon da. So, und jetzt stellen wir den wieder nachgefahren. Nachdem er die Fahrt geleistet hat, schauen wir, steht wieder das Gleissperrsignal. So, und der Zug fährt jetzt wieder zurück. So, das wieder zurück.
diese Schaltung realisieren zu können, habe ich extra ein Interface bauen müssen. Das zeige ich euch jetzt auch mal eben ganz kurz. Dieses Interface besteht eben aus 6 Relais. Man kann sehen, links 2 bistabile, das andere sind normale Relais. Diese Schaltung beinhaltet 2 Zeitschaltungen, eine lange, eine kurze, damit ich die Signale so einstellen kann, sich automatisch einstellen können, so ist besser gesagt. Soweit die Technik. So kann man immer wieder was Neues bauen und immer wieder was Neues fertigstellen. Und wenn jemand Fragen hat oder Anregungen oder was wissen möchte, der kann sich ja gerne melden. Ich freue mich auch, dass so viele neue Abonnenten dazugekommen sind. Ihnen auch ein herzliches Willkommen und viel Spaß beim Hobby und beim Sehen des Videos. Der Wilfried Analog.